Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Deutschland, darf ich vorstellen? Der Koloss von Köln. Von der Straße für die Straße. 1,92 groß, 112 Kilogramm Kampfgewicht, 21 Kämpfe, 21 Siege. Der unbesiegte Krieger aus dem Herzen des Ruhrpots. Der WBC Silver Champion, Mahmoud Omairat Shah. Er verzichtet selbst auf Gagen, kämpft für Ehre und Stolz. Er ist der Erste nach Max Schmeling mit dem Gürtel aus Gold. Ich vergleiche das mit Rocky, seiner Biografie. Die ganze Halle explodiert, der Diamond Boy ist am Ziel. Wenn er marschiert, vibriert der ganze Boden unter dir. Der deutsche Panzer rollt, das ganze Ruhrgebiet steht hinter. Bandagiert sich seine Panzerfaust und konzentriert sich auf den Kampf. Der WBC Silver Champ kämpft für unser Land. Koloss aus Köln zieht all die Menschenmassen in sein Bann. In ihm schlägt das Herz eines Kriegers, er kennt keine Angst. Er hat sich alles selbst erarbeitet und hart trainiert. Ohne einen Promoter, ohne ein Management, das finanziert. Er hat viel riskiert, doch harte Arbeit zahlt sich aus. Er kämpft für seinen Traum, er streckt die Fäuste Richtung Himmel rauf. An jenem Tag nahm ihn Muhammad Ali in den Arm. The greatest of all time flüstert in sein Ohr dein Traum. Wenn er den Gürtel Richtung Himmel streckt und kurz danach den Thron besteigt, dann brennt die ganze Halle, reißt den Vorhang weg und Bühne frei. Der Diamond Boy marschiert zum Ring und all die Menschen schreien. Ein solcher steht nun hinter dir, mein Bruder. Du bist nicht. Wenn er den Gürtel Richtung Himmel streckt und kurz danach den Thron besteigt, dann brennt die ganze Halle, reißt den Vorhang weg und Bühne frei. Der Diamond Boy marschiert zum Ring und all die Menschen schreien. Der Diamond Boy, Diamond Boy. Jede Phase seines Körpers ist während des Titelkampfs angespannt. Sein Blut pumpt durch die Venen und elektrisiert das ganze Land. Menschenchöre brüllen seinen Namen, guckt an jeder Wand. Hängt ein Poster von dem Kampf. Mein Bruder macht uns stolz, verdammt. Der unbesiegte Araber hat jedes Feuer in den Augen. Wie Phönix aus der Asche steigt er auf, Feuerflammen frei. Phänomenal ist seine Story, das ist kinoreif. Sein Motto heißt, mit Gottes Hilfe schaffst du's ganz allein. Seine Family begleitet ihn und steht ihm bei. Mahmoud Omairat, weltweit Schwergewichtler Nummer 1. Er ist ein Löwe, der all die Gegner im Ring zerfleischt. Der zukünftige Weltmeister aller Klassen ist kampfbereit. Selbst Lennox Lewis nahm sich Zeit und gab ihm Tipps für'n Fight. Bruder, nun ist es Zeit, dass du Geschichte schreibst. An jenem Tag nahm ihn Muhammad Ali in den Arm. The greatest of all time flüstert in sein Ohr dein Traum. Wenn er den Gürtel Richtung Himmel streckt und kurz danach den Thron besteigt, dann brennt die ganze Halle, reißt den Vorhang weg und Bühne frei. Der Diamond Boy marschiert zum Ring und all die Menschen schreien. Ein solcher steht nun hinter dir, mein Bruder. Du bist nicht. Wenn er den Gürtel Richtung Himmel streckt und kurz danach den Thron besteigt, dann brennt die ganze Halle, reißt den Vorhang weg und Bühne frei. Der Diamond Boy marschiert zum Ring und all die Menschen schreien. Der Diamond Boy, Diamond Boy, du bist nicht allein.